Hallo liebe Freunde, heute mein neuestes Video, diesmal zum Thema Nerven wie Drahtseile. Und ich möchte Sie mit diesem Video animieren, wenn Sie Zeit und Gelegenheit haben, am 30.09.2015 in Augsburg an der Volkshochschule an einem Vortrag eben zu diesem Thema bzw. an einem Kurzseminar, könnte man sagen, teilnehmen, weil in diesem Vortrag werden Elemente praktisch durchgeführt, die Ihnen helfen, aus Ihrem bisherigen Stressverhalten, wenn Sie eines gehabt haben, und die meisten von uns haben sowas, etwas hinauszukommen und Nerven wie Drahtseile zu entwickeln. Dieser Vortrag, der wurde schon für Ministerien gehalten, in der Bayerischen Staatskanzlei bis hin zur Erwachsenenbildung an der Volkshochschule, und ist ein altbewährter Baustein in meinem Angebot für Menschen. Und da geht es eigentlich wieder um diese Grundthese, die ich oft habe: Das Glück des Menschen liegt nirgends anders als zwischen seinen Ohrwurzeln. Nirgendwo anders können wir unser Glück bzw. unsere Zufriedenheit, aber auch unser Entspannungsverhalten steuern. Es ist wie eine, dort oben wie eine Steuerungszentrale, und von dort bestimmen wir die Grundverhaltensbausteine in unserem Leben. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie kommt man von einem bisherigen Stressverhalten zu mehr Ruhe, zu mehr Gelassenheit und zu mehr Entspannung und damit auch zu Nerven wie Drahtseile. Und da gibt es ein altes Instrumentarium sozusagen, das gehört zum Bausteinsystem der Methoden des NLP, und das ist die sogenannte Bewusstseinspyramide. Wenn Sie die sich anschauen, dann haben Sie hier unten Materie, Umwelt, körperliche Gegebenheiten. Darüber haben Sie das Verhalten, die Konditionierung eines Menschen. Darüber haben Sie das, was unsere Fähigkeiten ausmachen. Das sind komplexere Lernstrukturen. Sie können eine Entscheidung nicht nur durch Konditionierung bei einem Menschen herbeibringen oder ihm helfen, eine neue Entscheidungsstrategie zu kriegen, sondern dazu braucht ein Mensch ein inneres Denkverhalten, ein Denkmuster, und jeder Mensch hat es individuell und steuert dieses individuell, und bei manchen ist es langsamer, bei manchen ist es unsicherer und bei manchen ist es sehr geradlinig und strukturiert, und die kommen dann auch schneller in die Aktionen. Die Menschen mit einer langsameren Entscheidungsstrategie sind damit nicht unbedingt immer benachteiligt. Es gibt Strukturen, in denen braucht ein Mensch langsamere Entscheidungsstrategien, und es gibt Strukturen, dort brauchen wir schnellere Strategien. Darüber ist das, was wir Überzeugung nennen. Ja, es gibt so Tage, da wachen wir schon mit der Überzeugung auf, das wird heute nichts, und dann wird es meist auch nichts, und umgekehrt gibt es Tage, wo wir gar nicht wissen, warum, aber wir haben am Morgen so einen hoffnungsvollen Ausblick, einen freudvollen, motivierten Ausblick, und an dem Tag läuft es dann auch in der Regel wie geschnürt. Und dann gibt es eben diese Tatsache, dass Menschen, wenn sie zum Beispiel dreimal durch eine Prüfung fallen, in der Regel in ihrem Gehirn festsetzen: Ich kann etwas nicht. Oder wenn man uns als Kind ein Verhalten vorgemacht hat zum Thema Stress, wo wir dann irgendwann sagen, ja, ich habe schlechte Nerven, aber in Wirklichkeit unterliegen wir dort einer Konditionierung, beziehungsweise wenn wir älter werden, dann hat sich das oft als eine Fähigkeit erwiesen, also da wird es dann etwas komplexer und geht in tiefere Strukturen hinein. Dann oben drüber ist das, was wir Werte nennen. Wir merken oft, dass Menschen sehr unter Stress leiden, wenn sie nicht mehr die Dinge, die ihnen wichtig sind, im Leben verwirklichen können und gestalten können. Und darüber ist das, was wir Sinn nennen. Das ist nicht immer ein spiritueller oder religiöser Sinn. Manche Menschen sind auf einer anderen Ebene mit sich im Reinen und sind sozusagen auf dieser Ebene erfüllt und wissen, warum sie da sind. Und andere Menschen haben aufgrund ihrer Struktur dort eher Zweifel. Und wir wissen eben auch, dass es sozusagen zwei Achsen gibt, die unser Stressverhalten und unsere Stressstabilität bestimmen. Hier auf dieser Achse sind die Werte und der Sinn, und hier sind die Ziele. Die Menschen haben eine sehr große Stressstabilität,
die sowohl klar wissen, was sie in der Zukunft wollen, als auch weshalb sie hier sind und was ihnen im Leben wichtig ist. Und wenn diese Ziele und die Werte übereinstimmen, dann fühlen sich diese Menschen auch, wirken auf uns zufrieden und wirken auf uns stabil und sind es in der Regel auch. Man kann das aus der Stressforschung, das, was ich Ihnen gezeigt habe, heute belegen. Man hat das im Extremfall an tibetischen Lamas festgestellt, was läuft da ab, dass Menschen, die in diesen Konzentrationslagern der Chinesen waren, dann trotzdem das, was ihnen da passiert ist, wieder loslassen konnten und eine liebevolle Einstellung zu sich und der Welt sich bewahrt haben. Und das hängt eben mit diesen Strukturen zusammen. Und um Ihnen das kurz nochmal zu erläutern, wieso so eine Pyramide überhaupt erstellt wird, warum man mit der arbeitet, je mehr sie in eine positive Richtung auf verschiedenen Ebenen einer solchen Pyramide kommen, je mehr können sie eigenes Verhalten ändern. Ich nehme mal ein Beispiel. Nehmen wir einen unsicheren Menschen, der von seinem ganzen Verhalten, Habitus unsicher ist. Um bei manchen Menschen diese Unsicherheit zu verstehen, kann man die Menschen bestimmte Fragen stellen und dann erkennt man, dass Menschen, die diese Unsicherheit haben, bestimmte Strategien haben. Die haben ein bestimmtes Bild von sich. Ist es in einer Situation dieses Bild nicht angemessen, dann werden sie unsicher, sie kriegen ein negatives Gefühl und dann kommen eventuell Erinnerungen an die Vergangenheit oder eigene kritische Stimmen, die einem negative Rückmeldung geben und dann diese Unsicherheit verstärken und verstärken. Und so einem Menschen lässt sich natürlich helfen. Dazu ist meine Arbeit als Coach und Trainer da. Und wenn man es schafft, auf der Verhaltensebene, dort sind so unsere Gefühle angesiedelt, mehr Selbstbewusstsein und Sicherheit zu geben. Und auf der Überzeugungsebene, ich kann es schaffen, die Welt ist okay unter Umständen, dann werden sich diese Fähigkeit, sich selber in eine Unsicherheit hinein zu buxieren, verändern und er kann sicherer auftreten. Natürlich werden wir jetzt nicht eine individuelle Arbeit in dem Vortrag machen, aber wir werden so einige Hinweise geben, wie kann man denn in seiner Umwelt durch kleine Veränderungen eventuell etwas für sich erreichen, wo man stabiler durchs Leben geht. Welche Gefühle kann man bei sich selber steuern und erreichen, die einem helfen, stabil zu sein in schwierigen Situationen oder überhaupt auch im Alltagsstress erstmal stabiler zu sein. Und dann kann man auf den höheren Ebenen noch einige Bausteine in diesem Vortrag erwähnen beziehungsweise am Ende eine kleine Traumreise machen, die dann diese höheren Ebenen auch für einen sehr individuell abdecken kann, weil Traumreisen zeichnen sich davon aus, dass es darum geht, dass sie in ihre Träume von sich selber reisen und dadurch angenehme Alternativen zu ihrem bisherigen Verhalten entwickeln. So ungefähr wird der Vortrag aufgebaut. Vielleicht habe ich Sie damit motiviert und vor allen Dingen auch neugierig gemacht, weil Neugier ist immer eine gute Voraussetzung, um in seinem Leben etwas zu verändern und zu erreichen. Jetzt wünsche ich Ihnen in jedem Fall, dass Ihnen dieses kurze Video einige Anregungen hinterlassen hat und Impulse gegeben hat. Und auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, Sie bei dem Vortrag an der VHS oder bei anderer Gelegenheit wiederzusehen. Ihnen einen schönen und erfüllten Tag und auf Wiederschauen.